Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Esther vom Kanal Gewahrsein Transformation. Ich bin heute mit Alex hier und wir haben ein kleines Projekt gestartet. Ich habe Werner Habermeyer von der Firma Aquadea besucht und wir waren so inspiriert von unserem Versuch, die Rising Moon Dusche wirklich zu erfahren und auszutesten und wie Gabi ihr Erleben beschrieben hat. Und im Austausch mit Werner vor Ort in Sulzenmoos in München im Showroom habe ich ganz viele unterschiedliche Duschen austesten dürfen. Und was so beeindruckt und bewegt von diesen unterschiedlichen inneren Bewegungen, die Duschen anbieten. Und so durfte ich noch einige mitnehmen, die wir nun testen und wirklich erleben und erfahren dürfen, dass wir von dem uns vorstellen, wie das ist oder wie das sein könnte und auch von dem intellektuellen Verstehen her oder von dem Austauschen dieser Technologien, mit denen wir da in Kontakt kommen, wirklich ins Erleben kommen. Und so haben Werner und ich ein kleines Projekt gestartet, dass wir unterschiedliche Duschen, auch Prototypen oder ganz spezielle Zusammenstellungen, Kompositionen testen können. Und eine davon ist heute eine Edelstahldusche. Das ist ein neuer Duschkopf, den der Werner kreiert hat und auch jetzt ausgeschrieben hat mit der Clarity-Dusche. Und das ist eine bisschen andere Zusammenstellung. Und die Alex und ihr Lebensgefährte haben die zum Austesten gehabt und teilen jetzt mit uns ihre Erfahrungen. Genau, ja, also erstmal vielen Dank, dass das überhaupt möglich ist, die Duschen zu testen, weil es einfach eine wunderbare Gelegenheit ist, das wirklich zu erfahren und nicht nur zu hören, was das alles kann, sondern wirklich auch am eigenen Körper zu spüren. Und ich kann nur bestätigen, dass diese Dusche wirklich Klarheit verschafft. Also man hat so das Gefühl, man steht unter einem Wasserfall, also speziell wenn man auch kaltes Wasser dann durchrinnen lässt, dann ist es, wird das alles ganz fein zerstäubt und man steht dann in diesem Duschnebel drinnen und das ist wirklich das Gefühl der Klärung sehr stark und dass wieder mehr Zentrierung und mehr Fokus entsteht. Also gerade wenn man dann duschen geht, wenn es gerade so wirr um einen herum wird und man das Gefühl hat, boah, ist gerade alles richtig dicht und viel und man geht unter diese Dusche, dann hat man das Gefühl, man schwemmt das alles so richtig aus dem Körper raus und aus dem Physischen raus und das wirkt aber sehr stark ins Geistige hinein, finde ich. Das war sehr, sehr spürbar und eine sehr schöne Erfahrung, also vielen Dank für diese Gelegenheit. Der Dank gilt natürlich auch Werner, der uns die Duschen jetzt zur Verfügung stellt und ich habe die Alex an einem Morgen nach dem Duschen erlebt und das war für mich sehr beeindruckend, sie in dieser Klarheit wirklich auch und dieser Ausrichtung zu erfahren. Werner hat mich gebeten, auch meine Erfahrungen aus dem Showroom, als ich sie dort ausprobieren durfte, zu teilen. Und auch in meinem Erfahren ist es unterschiedlich, ob ich sie wirklich sehe. Also wenn ich diese Kompositionen sehe, auch von Werner sehe oder in den Telegram-Gruppen sehe. Oder wenn ich es dort erfahre, in diesem sehr, sehr klar strukturierten Raum, das den Showroom in Sulzenmoos, der voll gefüllt ist mit diesen wunderschönen Harmonien unterschiedlichster Duschköpfe, die da überall herumliegen und diese Kraft der Schönheit erfahrbar werden lässt, auch dieser so hohen Ordnungsprinzipien, die im Bau der heiligen Geometrie spürbar sind und die einfach diesen Raum klären und das Erfahren sehr deutlich und präzise machen. Und Werner hat mich gebeten, auch meine Erfahrung mitzuteilen dort. Und ich habe diese Dusche ausprobiert und war zuerst mit den Chakren in Kontakt, also welche inneren Bewegungen geschehen. Und es war so eine Klärung in den männlichen Chakren, erstes, drittes, fünftes Chakra, das so ganz in diese Aufrichtung gekommen ist, in diese Präzision, in die Klarheit, auch dieses männliche oder dieses männliche Prinzip der Klarheit, der hohen Geistigkeit, der hohen geistigen Ordnung. Und in dem aber spüren, dass so das dritte Chakra vielleicht immer wieder aktiviert wird, um in Verteidigung zu gehen oder noch in alte Muster zu gehen oder in Konflikte zu gehen oder Rivalität auch zu gehen und zu spüren, wie diese Impulse vom dritten Chakra, die dann immer wieder nach vorne schießen wollen, so langsam in ein diesen diese in den in das
klare Strömen sich einbetten, sodass einfach diese Aufrichtung und diese Würde und diese Ruhe und diese Gelassenheit in sich, im System, mit dem, was alles um einen herum geschieht, auch mit dem Chaos, mit dem wir immer wieder in Kontakt kommen, kaum mehr Effekte haben auf das eigene System. Das habe ich so deutlich gespürt und demzufolge dieser Dusche, weil das ein Prototyp ist, den Namen Männerdusche gegeben hat, weil es einfach so klar, oder dieses männliche Prinzip, diese Klarheit, diese Ausrichtung ist. Und das war sehr, sehr schön zu erfahren. Vielleicht ist bei dir jetzt noch was da. Genau, ja, das stimmt. Bei mir ist zielgerichtet halt noch da. Es ist so das Gefühl da, dass das klar wird, was als nächstes kommt. Ja. Dass so der nächste Schritt klar wird, dass die Energie für das auch da ist, dass man das auch mit so Leichtigkeit angehen kann. Und dass man nicht mehr das Gefühl hat, das ist so blockiert oder ist schwierig, sondern das wird einfach im Raum ganz klar und das kommt auch mit so einer Leichtigkeit und wie wenn es getragen würde zu einem. Das habe ich noch so wahrgenommen. Und ja, die männlichen Chakren, ja, genau dieses Prinzip mehr von in was Dynamischeres reinzugehen, in eine Aktivität mehr hineinzugehen, das wird von der Dusche, finde ich, auch unterstützt. Ja, und diese Gelassenheit und das Wissen, die Weisheit, wann wirklich diese Aktion kommt, wann auch ein Sich-Zeigen kommt, oder ein Eingreifen kommt oder ein etwas sagen, etwas tun, eine Handlung kommt. Dieses Wissen ist ja klar. Wann ist es da einfach nur zu beobachten und wann ist es da wirklich in die Handlung zu gehen? Genau. Fokus. Ja, dürfen wir ursprüngliche Zustände wieder entdecken in uns. Und sie vertreibt die Müdigkeit auch sehr gut. Also gerade nach so einer Phase, wo vielleicht Ausruhen gerade angesagt war und wo man dann wieder in den Tag aber hineinstarten mag und noch dieses Gefühl von Schwere aber ein bisschen im System drinnen hat, wenn man da unter der Dusche steht, dann verfliegt das wirklich sehr, sehr schnell. Ja. Dass man wieder das Gefühl hat, da ist jetzt wieder Energie da, man mag wieder was tun. Ja. Es ist nicht nur, man soll was tun, sondern man mag wirklich. Es ist wieder Energie, das wir natürlich da, ist, genau. Also was du ja sehr viel frischer auch. Frische, genau. Genau. Lebendigkeit. Ja. Das wird wieder spürbar. Gut. Danke dir, danke Andi auch oder alle, die jetzt an diesem Projekt teilhaben. Wir haben einige Duschen im Umlauf, die da erfahren werden und wirklich auch erlebt werden. Und schauen, ja, was da für Impulse und Inspirationen entstehen. Genau. Ja, freuen euch auf die Kommentare oder auch auf Fragen, die dann auftauchen in euch, sodass wir das Feld beleben können. Herzliche Grüße. Tschüss. Ciao.